Schneide jetzt gerade hier Paprika. Ist dir langweilig? Läufst du immer hinter Mama her? Ich bin echt fertig mit den Nerven. Das ist hier unser Leben. YouTube. Da ist jetzt irgendwie so ein Atmungsloch von der Nase. Boah, ist das gruselig. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Daily Vlog auf meinem Kanal. Heute ist Montag, der 25. Mai und ja, Montag ist halt Montag. Ja, irgendwie reißt das jetzt momentan nicht ab. Gestern die Waschmaschine, Gott sei Dank läuft sie jetzt wieder, die Tür ging dann wieder auf. Dann, wie gesagt, der Wasserschaden, den müssen wir heute noch melden. Und eben habe ich zu guter Letzt Waschbecken gesehen, was verstopft ist. Ihre Schmink, wie nennt man das, Schwämme, zerschnitten hat und die kleinen Reste quasi in das Rohr reingeschmissen hat. Also halt nicht in das Rohr rein, sondern quasi oben ist ja so eine Art wie Sieb, wo die Haare quasi und was weiß ich alles aufgefangen wird, damit das nicht verstopft und man das halt rausholen kann. Hier in Irland ist es halt breiter. Also das war vorher schon richtig, richtig mega dreckig. Und dann hat sich das quasi, da sind mehrere kleine Löchleins und dann hat sie quasi so mit Schere geschnitten und hat das quasi da rein. Und ja, dann habe ich das rausgeholt, habe Rohrreiniger reingekippt. Ja, ich weiß, viele sagen, ja, das zerfrisst das Rohr. Und ja, ich weiß, aber ging jetzt nicht anders. Ich musste da halt was reinschütten. Und genauso wie die Dusche ständig verstopft, das haben wir jetzt auch schon ewig, also seit wir hier sind sozusagen, dass alle 2-3 Monate quasi dicht ist. Normalerweise müssen die ganzen Sanitäranlagen rausgerissen werden und neue reingesetzt werden bei der Miete hier. Auf jeden Fall hatte ich das soweit erstmal in Ordnung. Oh, ganz ruhig, es geht vorbei diese Zeit, es geht vorbei. Ja. Aber etwas Gutes gibt es heute noch zu berichten. Die irische Regierung überlegt, diese ganzen Lockerungen quasi voranzutreiben. Das heißt, dass wir schneller den Lockdown verlassen können, wenn die Zahlen so bleiben, dass zwischen 80 und 100 Leuten und nicht mehr pro Tag Infizierte sind, dann könnten wir rein theoretisch in 3-4 Wochen frei sein. Oder nach diesem Plan, was sie gesagt haben, wäre das dann erst Ende Juli oder so, dass man fahren könnte, also umherfahren durch Irland. Ja, also wäre das sprich, ja, so Mitte Juni oder so, quasi einen Monat vorverlegen. Also es wäre dann ungefähr so 4 bis 6 Wochen quasi alles vorverlegen, das was sie dann und dann geplant hatten, dass sie das quasi, ja, vorziehen. Das wäre bombastisch. Das wäre geil. Das wäre gigantisch. Ja. Diesen Daily Vlog seht ihr dann wohl am Mittwoch. Heute ist ja Montag. Heute kommt Food Haul. Den hatte ich schon am Wochenende fertig gemacht. Den anderen Vlog von Dienstag muss ich noch schneiden. Der kommt dann Dienstag und Mittwoch seht ihr das, dann diesen Vlog. Genau. Ja, ich werde heute ja wieder natürlich frisch kochen. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht so weiter geplant. Ich habe heute Morgen schon gesaugt, ich habe Wäsche fertig gemacht. Ich habe jetzt gerade noch eine Wäsche gewaschen mit Masken, die wir bestellt hatten. Und jetzt kommt alles nach und nach an. Und ich habe jetzt auch mein Mikrofon gekriegt für die Sprachaufnahmen und für das Audio. Und ja, und da freue ich mich. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert, oder? Ja. Sonst müsst ihr weiter vorspulen. Ich will jetzt noch so einen Apfel machen. Wir haben auch noch so grüne Äpfel. Und eine Banane. Damit das Obst hier A nicht immer so schnell vergammelt und B, wir brauchen die Vitamine auch. Ich werde mir nachher auch Obstschale machen. Ich muss euch mal ablegen. Nehme ich euch mit. Ja. Ich
schneide jetzt gerade, ich habe heute einen Frosch im Hals, schneide jetzt gerade hier Paprika klein für ein ganz, ganz leckeres Gericht. Ja. Das ist ein Paprika-Reishacktopf. Ja. Geht eigentlich relativ fix. So. So, ich brate jetzt erstmal Paprika an, wiege Reis ab. So. Ja, ansonsten ist alles hier unverändert. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt alles dann auflösen, damit wir wieder rauskommen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Also, gestern waren wir ja da so ein bisschen unterwegs, aber hier in unserem Stadtpark gibt es auch ein Schlösschen. Richtig schön. Ich krieg den Reis auch immer gleich ab. Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird das mit dem Anzug nichts mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss wirklich immer das Richtige online. So, 200 Gramm Reis. Obwohl, da kann ich eigentlich jetzt den Rest auch noch reinmachen. Ist ja echt nur so wenig. So, heute gibt es Obstsalat. Ja, habe ich schon fertig zum Nachtisch. Und meinen Reishacktopf. Mein Reishacktopf. Muss noch ein bisschen ziehen. Und dann können wir gleich essen. Ich räume hier gleich noch schnell auf. Ist dir langweilig? Läufst du immer hinter Mama her? So, meine lieben Leute. Ich bin immer noch am Schneiden, deswegen, wir haben es jetzt auch schon kurz vor 6 und ich bin immer noch am Schneiden. Ja, das ist immer ein riesiger Stress. Ja, mein Mann und ich waren uns jetzt nicht ganz so einig, was den Schaden angeht, also das Melden des Schadens, des Wasserschadens. Und er wollte lieber noch ein bisschen warten, weil wir haben jetzt Probleme auch mit dem Waschbecken. Bis das wieder vernünftig abläuft und ja, keine Ahnung. Ich habe gesagt, er soll das ziemlich schnell melden, weil sonst kriegt man, glaube ich, Ärger. Wir werden sehen, was dann alles noch so passieren wird. Dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich bin fertig. Gott sei Dank, ich bin fertig, wirklich. Ich bin echt fertig mit den Nerven. Nee, ich habe alles soweit geschnitten. Und ich glaube, so ist gut, ne? Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir noch machen. Wir haben es jetzt kurz vor 7. 10 vor 7, ja. Da kann ich ja noch ein bisschen was schaffen. Wir haben jetzt noch neue Masken gekriegt. Die habe ich schon gewaschen. Gott sei Dank funktionierte die Waschmaschine heute auch wieder. Und das wollte ich euch mal gerade zeigen. So rosane. Ist das nicht toll? In rosa. Jetzt haben wir echt genug. Also das reicht jetzt, mein lieber Mann. Waren das jetzt? Mehr nicht. In Grau, in Blau, in Schwarz. Nochmal und in Rosa. Da liegen sie. Ja. So, dann kann ich jetzt eben gerade das gerade noch aufhängen. So. Gerade eben hier so. Jetzt fällt es auch noch runter. So, unser Hund hat sich versteckt. Wir müssen ihn einmal suchen, unseren Hundi. Hundi, wo bist du denn? Ach, da liegst du. Wo warst denn du die ganze Zeit? Bist du hier ganz alleine? Hm? Willst du mit uns nichts zu tun haben? Bübü. Bübü. Ja, mein Mäuschen.
Ja, mein Mäuschen. Ja, jetzt ist mal Ruhe da draußen, wa? Mäuschen, Mama sitzt. Meine Mama sitzt. Ja, mein Mäuschen. Oh, meine Bübü. So, meine Lieben, das Werk ist vollbracht. Ich habe es fertig gemacht und habe es exportiert und habe es bearbeitet und es ist jetzt dann hochgeladen und wird dann am Dienstag, heute ist Montag, wird am Dienstag dann freigeschalten für euch. Ja, also morgen. Aber wenn ihr das seht, dann ist das Video am Mittwoch, dann war es das schon. Also, ich hoffe, dass ihr fleißig bei der Premiere dabei seid. Ich möchte mich gerne mit euch ein bisschen unterhalten, deswegen habe ich auf Premiere gesetzt. Ich finde das immer sehr spannend, wer dann alles so reinkommt, wer das dann so sieht und so mit mir ein bisschen schreibt. So, ich zeige euch mal das Thumbnail. Moment. Da sieht man es aber nicht so gut. Naja, geht. Wieso jetzt, ne? Ja. Ja. So, ich habe ein Mikrofon bekommen. Da seht ihr es. Das ist richtig cool. Da braucht man hier nur auf den Knopf drücken, dann ist es an. Und das schließt man am Computer an. Und dann kann ich gerade diese Clean With Me Videos besser machen. Also ist dann halt besserer Ton. Finde ich richtig, richtig klasse. Ist heute angekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche oder so Clean With Me. Wahrscheinlich schon. Mal gucken, weiß ich noch nicht ganz genau. Wir haben es jetzt auch schon mittlerweile 20:43 Uhr. Ist schon längst Abendbrotzeit, aber ich wollte das Video einmal schon mal fertig haben. Mein Mann sagte irgendwie, er hatte noch keinen Hunger. Ja, aber ich wollte euch nochmal die Masken zeigen. Die sind richtig cool. Also es heißt hellblau, schwarz und rosa. Richtig genial, finde ich. Richtig klasse. Ja, Wetter sieht so aus. Heute trocken gewesen, überwiegend ein bisschen Sonne, aber ein bisschen auch windig. Ja, und dann mache ich jetzt gleich Abendbrot. Ich mache jetzt ein bisschen Rührei, habe ich irgendwie Bock heute drauf. Mit ganz leckerem Brot, Körnerbrot. Ja, und dann lassen wir uns gut gehen und den Abend ausklingen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich schon aufgenommen habe. Das ist halt immer das Problem, dass man nicht weiß, wie viel man dann aufgenommen hat. Aber ja, ist halt so. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt aussehe. Ich habe meine Haare nicht gekämmt. War immer im Wind draußen. MNN. Ich sage mal MNN. Das geht mir selber auf den Geist. Ja. Was wollte ich nochmal sagen? Schon wieder. Also, es geht ja wohl gar nicht. Ja. Ich werde gleich Abendbrot zubereiten. Video ist, wie gesagt, fertig gemacht. Ich freue mich auf euch. Ja. Aber dann ist es ja schon alles passiert. Ich hoffe, ihr seht es. Es sind ja noch einige Stunden. Könnt ihr ja schon auf dem Kanal sehen. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Julia, kannst du noch mal sagen, was jetzt passiert war mit deinem Handy? Hm. Ist dir das auf den Fuß gefallen? Was hast du? Hier, sag mal. Ist dir das auf den Fuß gefallen oder was ist passiert? Ich habe das nicht so mitgekriegt. Du hast gesagt, au, mein Fuß. Und mehr wusste ich nicht, wo es hingefallen ist. Ja. Schwarze. Ja, Zicke. Hummelzicke. Wollen wir nachher wieder hier gucken, unseren Liebling? Ich habe keinen Liebling. Doch, wir haben einen Liebling neuerdings. Was piept da immer? Hier, das ist hier unser Leben. YouTube. Julia, meinst du, wir bekommen irgendwann mal einen Button? Es gibt welche, gibt es nochmal diese YouTube-Button? YouTube-Button! Ich verstehe nicht, was du sagst. Wie nennt sich das? Den Button oder was? Den YouTube-Button! Du weißt genau, was ich meine. Man kann das in Gold kriegen, man kann es in Silber kriegen. Den, meinst du, ja. Den Button. Den silbernen bekommt man bei 100.000 Abonnenten, den goldenen bei 1 Million. Und so einen ganz großen bekommt man bei einer 100 Million. Wow. Ja, und wirst du irgendwann auch mal einen silbernen Button? Schaffen wir das? Generell, ich hätte das sind wie viel? 100.000.
Ab dann geht's erst los, dass du überhaupt einen kriegst? Ja. Ich hätte Bock, YouTube zu machen, aber ich warte, bis ich älter bin. Ich hätte Bock, wenn ich so viel zu. Ich dachte, mit unserem Kanal. Nein, nicht mit deinem Kanal. Ich will Cosplay machen. Ja, ich aber kein Cosplay. Ja, ich will auch vielleicht alleine Cosplay machen. Ja, ich mache jetzt Abendbrot. YouTube. Nein, natürlich, also. Das werden wir nicht schaffen. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt mal 1000 kriege. Und ich freue mich über jeden weiteren Abonnenten und auch über eure Likes und eure Kommentare. Und nee, also wir machen natürlich YouTube, weil es uns Spaß macht und weil YouTube unser Leben ist. Einfach. Ja. Und weil wir euch ganz viel Natur von Irland zeigen wollen und wie es in unserem Leben ist. Mal gibt es Tage, da ist mehr los. Mal gibt es Tage, da ist weniger los. Da hat man auch nicht wirklich so Bock. Dann nehme ich auch die Kamera nicht in die Hand und dann lasse ich es auch. Gibt es auch Tage. Das ist einfach so. Ne? Oder? Guten Tag. Sie spricht nicht mit uns. So, ich bereite gerade ein Deluxe-Abendbrot vor. Es war schon wesentlich zu spät, aber egal. Heute essen wir mal später. Mit Gürkchen, ein bisschen Aufschnitt. Ich mache noch Rührei. Mit leckerem Vollkornbrot. Lecker. Zum Glück habe ich die Eierschale wieder rausbekommen. So, jetzt ein bisschen mit dem Schneebesen rühren. Ein bisschen Kräutersalz. So, und dann muss er eigentlich noch hier. Es ist nicht mehr viel da. Richtig lecker das Gewürz. Sollte auch den Herd anmachen, also sowas. Also ich nehme dann immer für Rührei, nehme ich immer dieses Gewürz, das ist richtig gut. Ja. Ostmann hat sowieso die besten Gewürze. So, ich bin ja immer so ein Gewürzdampfer. Oh, wie das duftet. Das riecht so geil. Ich liebe Rührei. Schreibt mal in die Kommentare, was macht ihr alles so mit Ei? Oder was, wie mögt ihr euer Ei? Als Spiegelei, als Omelett, als Rührei. Schreibt mal in die Kommentare. Da ist jetzt irgendwie so ein Atmungsloch von der Nase. Ja, die rutscht. Ja. Das müsst ihr tragen. Ja, meinem Gesicht sind die nicht. Das ist richtig rosa. Ich find's schön. Steht dir gut. Aber es ist zu klein, ne? Ist eher für uns, ne? Für mich zu klein, für euch dürfte es passen, ja. Ja. Von den Ohren, die kommen so, als hättest du Eselohren. Richtig schön, ja. Aber ich Penny, finde, was sagst du? Ich finde, die Farbe kann ich tragen, oder? Rosa? Ja, doch. Aber rosa ist auch nicht nur eine Frauenfarbe oder Mädchenfarbe.
natürlich. Als Mann könnte ich maximal Lachs tragen. Lachs, ja, Lachs. Ja, mag ich auch nicht, nur essen. Ja, was haben wir noch? Blau kannst du tragen. Ja. Babyblau, hellblau, Babyblau. Ne? Aber die sind alle nicht größer. Und die schwarzen sind ein bisschen größer? Wir haben ja noch andere. Ja, meine ich ja. Die sind ein bisschen größer. Aha. Was ist das eigentlich für ein komischer Stoff? Keine Ahnung. Das sieht ja total behämmert aus. Und, was steht mir besser? Dass die Farbe egal. Weißt du, was mich irritiert? Da ist es doch. Das. Entschuldigung, mein Mund. So, gute Nacht. Und der Thomas läuft immer noch in Sommerklamotten rum. Es ist Sommer. Bei 18 Grad in Irland mit Wind und keine Sonne. Man muss sich doch im ganzen Jahr anpassen. Das ist warm für irische Verhältnisse. Ja, das stimmt. Aber du hast ja nie Probleme mit Kälte gehabt. Und wie warm soll es morgen werden? 22 Grad. Viel zu warm. Das habe ich gar nicht bestellt. In Deutschland, glaube ich, waren das jetzt 25, oder? 24. Ja, irgendwo auf Freiburg war es bis 26 oder sowas. Ja. Naja. Boah, ist das gruselig. Buhu, buhu. Geisterstunde. Nee, aber mal im Ernst. Oh Gott. Mal im Ernst, das ist richtig gruselig. Guck mal hier durch, Thomas, guck mal. Ja, Licht. Siehst du das da oben? Ja. Licht. Als wenn der, ja, aber von hier so Flammen. Ja, Licht. Wow, sehr gruselig. Geht so. Warte. Gute Nacht, schlaft gut. So, meine Lieben. Das soll es jetzt mit dem Daily Vlog gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Euch hat der Daily Vlog gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo und einen netten Kommentar. Würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!